Willkommen zurück zu Super Mario Sunshine und hier gibt's einen armen kleinen Mongo, den ich vergessen habe. Das ist eine ganz kleine, ganz, ganz winzig kleine Mission, die so klein ist wie der Cock eines fetten, bärtigen Mannes, der den ganzen Tag nackt vor dem Rechner sitzt in seiner Traumwelt, in einem abgedunkelten Zimmer. So. Cool, dass mich gerettet, vielen Dank. Blaumünze. Na, Epic Fail. Blaumünze, so. Auf der Insel dürfte noch eine versteckte Schein sein, aber ich glaube, die kann ich... Jo. Ich glaube, die kann ich jetzt noch nicht holen und deswegen würde ich sagen, machen wir weiter ein Parco Fortina. Fortina, ja, das ist nur für die Tina. Für niemand anderen. Ich muss ja gar nicht sprühen, hier gibt es schon Wasser. Jo, würde ich sagen. Und wir werden diesen Part auch auf höchstwahrscheinlich, wenn wir schnell genug sind, auf den nächsten Helfer. Auf den nächsten Helfer, Quatsch. Auf unseren tierischen Helfer treffen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht fange ich auch dann den nächsten Part mit unserem tierischen Helfer an. Das wäre natürlich auch was Tolles. Das Geheimnis der Strandkanone. Was sagt es uns, wenn ein Level irgendwas mit Geheimnis beinhaltet? Richtig. Ein Justin Bieber in einer Kanone. Ach du Scheiße, Mama. Aber egal. Lass uns davon jetzt einfach mal nicht beeindrucken. Den nehmen wir mit. Der darf nicht kaputt gehen, wollte ich sagen. Kein Ding, dann gehen wir erstmal hier hin. Denn ihr seht diese Körper und darunter sind immer blaue Münzen. Und das wird jetzt... die reinste Fummelarbeit. Ich glaube, das muss ich anders machen. Tut mir leid, ich bin hier leider nicht sehr bedingst. Sehr be... ja. Sehr gut in der Mission. Sagen wir es so. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es könnte sich jetzt herausziehen, aber könnte nur vielleicht. Und nicht unbedingt. Ja, dankeschön. Aber das war nur die erste von denen, die hier sind. Da dürfte auch noch eine drin sein, aber die dürfte einfach zu bekommen sein. Ja, das meine ich damit. Da ist auch noch ein, ja, Strandkorb. Was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Ja, aber der wird ja direkt getroffen werden von so einer normalen Kanone. Aber wir sollten doch in Deckung gehen. Hätte ja was passieren können, man weiß. So, wo finden uns noch Körbe? Da hinten müssten noch Körbe sein. Aber das wird jetzt auch dann mehr oder weniger eine Challenge, dass die Kanone den trifft. Okay, hier ist jetzt mal nochmal einer. Das sollte eigentlich human sein. Na, da kommen sie doch schon. Die Schollis. Dankeschön. So, dann gehen wir da noch hin. Da ist nämlich auch noch ein Korb. Ja, die blauen Münzen sind hier echt sehr einfallsreich, könnte man meinen. Und ich frage mich, wie der Biber uns überhaupt sieht über diesen Berg. Also, dass er weiß, wo er hinschießen muss, aber... naja, sind wir mal nicht so, ne? Ach du Scheiße, okay, gut. Gut, einer dürfte uns noch fehlen. Aber keine Angst, es gibt hier noch ein paar andere Blaumünzen in dieser Welt. Andere schwere oder auch einfache. Wenn man es nimmt, werden wir dann ja sehen, ob die schwer einfach sind. Wenn ich hochfliege, vielleicht schießt er dann höher. Und dann kommen die Kanonen. Das war zu hoch. Junge. Du sollst nicht so schießen. Ja, die kommen doch gut. Oder auch nicht. Naja, dann müssen wir wohl noch ein bisschen üben. Okay, die nerven ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also wäre es doch schon fast gewesen hier. Na, das war auch nicht schlecht. Ich könnte doch natürlich versuchen, die Roten hierher zu locken. Das ist auch kein Ding. Ja, ich glaube, ich mache das. Sonst können wir hier noch Jahre dran verbringen an dem Quatsch. Und das wollen wir nun nicht. Man kann der Hans jetzt hier nicht so weit schießen. Oder wird mit dem Manfred. So heißt er ja. Dankeschön. Das dürften alle blauen Münzen sein. Wie viele haben wir jetzt eigentlich in dem Park schon? 6. Oh, es kommen jetzt aber mehr vor als 6. Naja. Aber 6 ist eine schöne... 6. Oh, Quatsch. Leute, was rede ich denn hier Unchristliches? So. Ich kann euch auch schon mal versprechen, hier werden wir dann die 100 Münzen sammeln mit diesen ganzen Raketen. Vielleicht kriegen wir es hin. Na.
Es geht auf jeden Fall, dass man direkt da reinspringt, aber ich hab's jetzt nicht hingekriegt. Machen wir es auf dem regulären Weg. Ich hab's schon mal irgendwie da hingekriegt, da direkt reinzuspringen, ohne es dir die Klappe zu machen. Aber das war mehr Luck, glaube ich. Und man sollte lange genug an ihn dran stehen, weil sonst der nämlich wieder die wirft. Ich meine, schießt der nämlich wieder die normalen Dinger. Kugelbelies nennt man die. Tot, okay. Käufer verreckt und was zum Teufel? Licht kommt da raus? Ja, dann springen wir doch mal rein. Kann ja dann nicht schaden. Ja. Ey, ich muss meine Mama mal abspritzen. Du Schwein, du. Ja. Gut, dann müssen wir das jetzt ohne unseren Dreck wegmachen, wenn er seine Mama abspritzen will. So. Oh, das war gerade doof. Das war gerade noch dümmer. Und ich bin gestorben. Da, 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 da. Aber wir haben genug Leben, oder? 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 Die Striche auf Doom tauchen wieder auf, verdammt. Man sollte sich merken, in welcher Reihenfolge diese ganzen Steine verschwinden. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man einfach so unbeschadet überlebt. Moment, ich muss kurz was gegen die Striche machen. Dankeschön. So. Gut, jetzt ist die Frage nur, wie kommen wir hier richtig hoch? Damals hatte ich als Kind an dieser Stelle Probleme. Und man merkt, dass ich sie jetzt immer noch habe. Die Physik hier wieder komisch auf diesem Trampolin, wie in diesem Flipper-Minispiel. Hier muss man sich echt gut beeilen, sonst geht man kaputt. Jetzt müsste es wieder kommen. Bitte, 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 bitte. Oh, war das knapp. Alter. Übelst. Zack. Und damit hätten wir das Minigame schon abgeschossen. Tada. Hey, Primissimo. Und ich sehe gerade, wir haben 100 blaue Münzen. Yo. Das wären schon 10 Insignien. Aber anscheinend wollen die Bürger nicht, dass die Sonne zurückkommt. Wenn sie selber Insignien in dem Haus haben, dann... Naja. Und ich wundere, wenn ich vielleicht etwas komisch rede. Ich weiß es jetzt selber nicht. Das würde dann daran liegen, dass ich von meinem Zahnarzt war. Nur so, für die, die es interessiert. Ja. Gehen wir aber wieder zurück zu unserem lieben Kapitel von eben. Denn, wie ihr wisst, fehlen in diesen Minigames dann immer noch eine weitere Insignie. Die lautet, sammel alle 8 roten Münzen ein und kälte dich daran auf und steckst sie dir in die Hose mit Eiswürfeln. So. Irgendwie spastet der denn jetzt ab? So. Du bist nass gemacht. Oh, wir haben gerade unseren Dreck weg wiederbekommen. Ich glaube, der hat seine Mutter jetzt fertig nass gespritzt. Schweine, ey. Wir spritzen seine eigene Mutter nass. Wie ekelhaft. Also ich verstehe es natürlich nicht falsch, Leute, ne? Ihr seid ein bisschen ekelhaft, wenn ihr das... Wie gerne ich Justin Bieber schon mal richtig eine blaue Bombe in die Fresse werfen wollte, dass er dann explodiert und dass ich dann zu einem Minigame komme. Wow. Am besten noch live on stage, das wäre noch cooler. So. Junge, warum machst du den Dreck wirklich nicht an, wenn ich dir das befehle? Hm. Sehr, sehr eigenartig. Naja. Wie auch immer. So, warten wir erstmal, dass die Blöcke wieder da sind. So. Das war natürlich Strategie. Ganze Strategie von mir jetzt hier. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt hier schon fast die Hälfte der Münzen. Wir haben schon die Hälfte der Münzen. Zum Teufel. Dann scheint das Minigame ja relativ einfach zu sein hier. Wir, uns fehlen noch 2 Münzen, das ist kindisch, aber ich sehe auch gerade, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ich auch kindisch finde von dem Spiel, dass sie uns einfach so die, keine Zeit mehr geben. Kindisch. So. Das war sau einfach, was ist denn jetzt los? Wie einfach war das denn jetzt bitte? Man muss halt nur am Anfang mit den Blöcken ein bisschen was riskieren.
Und dann hat man Blim Blim Blims gemacht. Yay. Jo. Da können wir jetzt ins dritte Kapitel gehen von Parco Fortuna. Parco Fortuna müsste übrigens auch Park des Glücks heißen, weil Fortuna ist ja... Ne, das gibt's doch irgendwie so... Auch in griechischen Sagen oder römischen Sagen oder sowas. Fortuna-Gott oder so gibt's da. Ich weiß es gar nicht, ich habe keine Ahnung. Vergesst es einfach, was ich euch gerade Sinnloses und Unwichtiges und Unrichtiges, sagen wir es auch noch so, auf den Weg gegeben habe. Und Kapitel 3, bla, ich habe irgendwas mit Piratenschiff. So. Ja, dann wollen wir doch mal weitermachen hier. So. Mal sehen, was wird das sein? Schon wieder 8 Uhr. Ach, scheiße, habe ich es euch zu früh gesagt, weil ihr habt ihr eben noch gar nicht gesehen. So, jetzt müssen wir hier aber erstmal blaue Münzen sammeln. Das habe ich ja im ersten Kapitel dieser Welt ja gar nicht gemacht. Das ist der falsche, das ist auch der falsche. Also, das hier ist der richtige, der grüne. Fortfahren. Blub, 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 blub. Eigentlich muss ich noch nicht ins Wasser, weil ich gehe hundertprozentig davon aus, dass ich mindestens einmal runterfall. Blub, blub, das war gefailt. Na, na, na. Das war auch nicht richtig gut. Verkackt. Das war auch schon wieder scheiße. Oh je, ich mag das nicht. Und jetzt sind wir dran, jetzt sind wir dran, jetzt sind wir dran, jetzt sind wir so dran! Nein, Moment, okay, das war's nicht. So, das müsste sein. Das ist es auch. Was zum Teufel? Kleinen Moment. Was zum Teufel? Moment. Ich verstehe es gerade nicht. Naja, irgendwann werde ich sicherlich an die Münze rankommen. Kostet uns jetzt nur ein paar Versuche. Moment, ich muss das jetzt... Das ist so knapp mit der Münze, ne? Das, sowas kann mich dann... Das schon wieder leicht aggressiv machen. Okay, die Münze lassen wir aus. Bla bla bla, die geben wir später. Aber das ist ja wohl asozial. Wow, Junge. Willst du mich angreifen, du Pisa? Nazi. Boah, wie er gequält wurde jetzt, wie er da gerade gebrutzelt wurde. Habt ihr gesehen, wie er gequält wurde, wie er ab, wie er richtig tot gegangen ist, ey. Wie er richtig verreckt ist, qualvoll. So. Da hinten ist irgendwo. Fuck! Sag nicht, ich hab's verkackt, bitte. Nö, locker nicht verkackt. Kein Fall verkackt, das war ja. Wow. So. Muss ich aber irgendwie von hier, ja, das geht. So. Ein bisschen noch zur Seite. Ja, so dürft's gehen, ja, aber. Sonst geht's gut. Wie es mich gerade aufregt, dass das Kreuz nicht weggehen will. Aber es geht weg. Doch, doch, es geht weg. Oh ja. Und das ist ein Popel. So. Wie unchristlich. Einfach nur ein Popel an der Nase. Das geht ja nicht. Kannst ja nicht bringen. Alter. So. Fortfahren. Gut. Ich habe jetzt nur vergessen, wo die Dreiecke... Ah, doch, okay. Ich weiß jetzt wieder. Dreiecke. Dreiecke. So. Der wird jetzt etwas schwierig, weil hier können wir nicht abkürzen, weil wir es von direkt vorne abschwitzen müssen. Wo ist das jetzt? Und ein Vogelback da. Cool. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann spult bitte zurück. Das war gerade echt so lustig und ich... Okay. Wir müssen es nochmal versuchen. Fecka... Junge! Merkt ihr meine Worte? Ich grill deine Oma. So. Okay. Anscheinend ist deine Omi dir nichts wert, die Arme. Jo, ich bin die Cody von dem Mario. Ja. Ey, wieso? Wieso? Ach so, ich muss von oben nach unten, oder wie? Aber das ist ja echt unchristlich, sowas. Töten. Und dann kriegen wir eine blaue Münze, wenn wir die ganze Familie umgebracht haben. Sind wir freundlich. Da ist noch ein M.
merke ich diesen Ort hier gut, er wird qualvoll werden. Also diesen hier mit den Wasserfällen und so, weil der einfach nur nervt. So, und hier gibt es übrigens noch was Kleines abzustauben. Dinger kaputt machen und dann kriegen wir einen One-Up. Klein, aber fein. Und wirkungslos. Habe ich vergessen zu sagen. Komm, von hier dürfte es doch gehen. Ja doch, geht. Aber diesmal wollen wir es nicht verkacken. Wir wollen diese blauen Münzen haben. Das wäre nämlich wirklich, ja, vergleichsweise freundlich von dem Spiel. So, jetzt aber. Ja, komm, ich kann mich gar nicht so beeilen. Das war ja kindisch. Das wird jetzt noch einfacher wahrscheinlich. Wir müssen ja hier nur runterspringen. Bis direkt instant drauf landen. Nein, dafür bin ich zu falsch gesprungen. Aber egal. Hier muss man drüber fliegen. Ich glaube, das kann man auch in den anderen Kapiteln machen. Aber ich mach's jetzt schon, weil macht Spaß. So, also. Hier gibt's natürlich noch viel mehr blaue Münzen. Durch den blauen Vogel, den gab's ja, glaube ich, auch noch. Das mache ich halt. Ja, da ist er doch schon. Ja, doch, ich werde den jetzt, glaube ich, umnieten. Ja, doch. Wo bist du denn? War schon einmal getroffen hier. Snipe an mir hinweg! Hey, wo ist er jetzt? Setzt sich Peter eigentlich auf Wellensättiche ein? Hallo, Vögelein. Do you want to verarsching me? Zum Fick, wo ist der? Ich sehe den Vogel nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Ich verkack hier alles und ich glaub, den muss ich später erst töten. Sonst krieg ich Anfälle und das will ich nicht. Ja, und da sehe ich ihn dann wieder, wenn er. Na komm. Mario, nicht ans Gitter springen, bitte. Da ist er doch. Die. Okay. Er ist gestorben, aber den holen wir uns später erst. Hier, das hier ist ganz dreckig. Müsst ihr nämlich von unten ran. Dann mit A, nicht mit B, weil sonst fällt ihr runter. Dann lasst ihr euch los. Die alle abklatschen hier. Ja. Und so einfach geht's. Damals habe ich immer versucht, an denen vorbeizuspringen. Vergebens. Es geht zwar, aber es ist scheiße. Und da B dann ist einfach zum Runterkommen. Zum Runterholen. So. Sondern eine rote Münze. So. Die wird jetzt. Ja, asozial, Scheißdreck. Aber immerhin habe ich sie. Ja! Skill! Das war natürlich kein Zufall. Es war bloßer Skill, dass ich auf dem Mast gelandet bin direkt. Mario sich da direkt dran festgehalten hat, der Gute. Ja, eigentlich ist er nicht gut. So, hier muss man B drücken. Ich vergesse das manchmal. Wo man was drücken muss. Oder irgendwann merkt man sich das schon. B war das, weil bei A springt man ab und das wäre dann jetzt nicht sofort der. So, und jetzt gibt's noch eine blöde blaue Münze. Hier an den Mast springen und dann hochfliegen. Zack, also wie ich gerade alles fürs Try wegniete, das gibt's gar nicht. Erstmal hier runter. So, da ist auch noch eine rote Münze natürlich. Jetzt hier erstmal runter und dann so. So, und da kommt man einfach runter. Indem man Stampf hat er gemacht, aber das hatten wir glaube ich schon in dem Spiel. Ja, doch. Hier dürfen wir uns rein theoretisch runterfahren. Boah, Pro. Die können wir auch mit Stampfattacken wegmachen. Babatz. Babatz, sag dich. Stirb. So, gut. Vier haben wir. Gut. Sieht doch schon mal ganz gemütlich aus hier gerade. Ich darf nicht vergessen, die blaue Münze von dem Vogel zu holen. Deswegen würde ich sagen runter, aber sonst haben wir das Desaster dann wieder. Yes, we do it. We did it, meine ich. Yes, weekend. So. So, jetzt möchte ich aber hier mal an diese blaue Münze rankommen, weil die nervt, tut doch schon im Auge weh, wenn die jetzt hier noch so rumfliegt und wir sie noch nicht haben. Und jetzt plötzlich First Try, wo. Ach egal. Ich reg mich über sowas inzwischen nicht mehr auf, wenn man verarscht wird, weil ja, das ist doch Standard. Und da ist ja noch ein M. Habe ich ganz vergessen, aber ich glaube, ich kann eh nach vorne gehen. Ich muss ja gar nicht hinten stehen bleiben, weil die blaue Münze wird eh nicht einmal um die halbe Weltkugel fliegen und dann wieder hierher. So. Viele blaue Münzen haben wir in dem Kapitel. Oh, uns fehlen hier noch 9 blaue Münzen im Kapitel. Das ist immer gechillt, sowas. Scheißdreck! Oh Gott. Nimm dir die blaue. Oh, rote Münze. Blaue, rote Münze.
einem rot-blau gestreiften Pullover. So. Jetzt rüber auf das Anus-Tierchen hier. So, das ist die letzte rote Münze. Go for gold! Oder for red oder sowas. Okay, gut. Und da ist dann die Insignie direkt. Wo ist das? Moment. Ich rede ja von direkt. Bla bla bla. Und ich weiß nicht mal, wo das ist. Moment. Ja, ich denke mal hier. Jan doch. Ich bin Jan doch. Freut mich. So. Ey, vielleicht gibt es ja wirklich eine mit nach einem Doch heißt. Und von einem Jan. Ey, jetzt. Alter, Mario! Kannst du da bitte hoch? Danke, danke, bitte. Und. Alter. Alter, ich sag's deiner Mama auf dem Elternabend und dann ist vorbei. Kann ich dir aber jetzt schon sagen, weil deine Mom redet eh nie gut von. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Die umständliche Weise, die inzwischen schon viel schneller gewesen wäre, wenn wir sie gleich durchgezogen hätten. So. Hoch hier. Oh, jetzt ist aber Schluss. So. Nein, Gondel. Nein. So. Und dann geht's uns doch allen gut, wenn wir einfach hier hochrennen können. Dann haben wir die Insignie quasi geschenkt. Sagen wir so. Bravissimo, was ist mit Mario? So, gut. Ich würde sagen, ein Kapitel machen wir doch eben, damit wir im nächsten Part direkt beginnen können. Und unseren tierischen Helfer freischalten, beziehungsweise retten. Ihr werdet schon sehen, warum. Nein, Peach ist kein Tier. So. Und Melonen auch nicht. Und Brüste auch nicht. So. Wobei man Brüste und Melonen manchmal gleich setzen kann. Aber egal, ich lasse das jetzt einfach mal. So. Der Untergang der Sonnenblumen. Wir sind am 21.12.2012 angekommen. Und müssen die Sonnenblumen retten. Bla. Keks. Naja. Ich mag ja meinen, es ist unnötig, aber naja. Na, ihr? Sind das Yoshis? Sind das Yoshis? Haben wir Yoshi gefunden? What the fuck? Oh, komm her. Und dann Stampfattack und dann finish him. Und dann ist er tot. Da kommen Sonnenblumen und dann rauchen wir Ecstasy. Ecstasy rauchen? Ach egal, ich kann mich mit Drogen nicht aus, tut mir leid. Aber das ist doch ein guter Beweis, dass ich keine Drogen nehme. Behindert! So, gut, komm her. Komm her. Jump. Und kaputt. Und der nächste. So. Oh nein, er kommt schon raus. Nein, er greift mich an. Er will mich töten, Mama, ich will... Oh, gut. Ich dachte, er will mich jetzt töten. Wow. Verbounce. So, noch zwei Yoshis. Ich meine, böse Papas von Yoshi. Wie auch immer. Der ist draußen und will uns töten. So. Und ich gebe euch einen Tipp. Ihr müsst die in den Sand locken. Wenn ihr sie aufs Gras lockt, dann bringt das wenig. So. Und damit hätten wir die vorletzte. Und jetzt kommt nur noch Big King of Sonnenblume. Ach, Scheißdreck. Scheiße. Junge, komm her. Dankeschön. Junge, da ist doch Sand. Willst du mich verarschen? Das ist ein bisschen Gras, aber sonst... Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Und eine... Afro Sonnenblume. Episch. So und rein da. Nein, und fail. Und fail. Und ja, episch. Und das war's mit dem Part. Wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich euch, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Das unterstützt mich wirklich sehr. Und könnt ihr nun auch, wenn ihr sehr episch war, zum Favoriten hinzufügen. Und ja, verbreitet mich unter euren Freunden. Kommentieren kann ich schaden. Und was zum Teufel ist denn jetzt los? Er hat Yoshi entführt.